Ihr habt mich therapiert, dass ich ein Video zu Minato vs. Itachi machen soll und hier ist es. Ach, und an alle, die unbedingt das Bleach Power Level Video sehen wollen, das kommt auch noch bald. Viel Spaß mit dem Video. Yo Bros, Meliodas wieder am Start. Oh Mann, das ist glaube ich das schlimmste Video, was ich jemals machen musste, weil beide zu meinen Lieblingscharakteren aus Naruto gehören. Bevor aber das Video anfängt, müssen wir uns erstmal eine Sache klar machen. Wir können entweder Minato und Itachi zu Lebzeiten betrachten. Ich habe mich für die Edo-Tensei-Variante entschieden, denn zu Lebzeiten würde Itachi nicht allzu lange gegen Minato aushalten, weil er ja wie bekannt eine sehr schlimme Krankheit hatte, die es ihm kaum möglich machte, Kämpfe auszutragen. Beide wären skilltechnisch dennoch auf demselben Level. Es käme halt darauf an, wen Kishimoto wirklich oben sehen wollen würde. Es könnten auf jeden Fall beide Parteien den Kampf gewinnen und man wäre zufrieden mit dem Ausgang. Aber wie gesagt, die Krankheit gibt Minato schon einen Vorteil. Klar, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, aber was, wenn Itachi Minato im Tsukuyomi fangen würde? Minato in ein Genius zu fangen, ist fast unmöglich, Freunde. Denn seine Erfahrung, sein Hiraishi no Jutsu und sein Wissen über die Fähigkeiten der Uchiha würden es sehr, sehr, sehr schwer machen, Minato in so eine Situation zu bringen, sodass er sich fangen lässt. Obito, der den Kyuubi in ein Genjutsu sperrt, um damit Konoha anzugreifen, probierte nicht mal Minato in genau dieses Genjutsu zu sperren. In der Zeit wäre Minato nämlich 10-mal hin und her teleportiert und hätte ihm 527 Kunais in seinen süßen Hintern gerammt. Und Itachi, der nun mal an der Krankheit litt, hätte das Tsukuyomi vielleicht 2 bis 3 Mal einsetzen können, bevor er am Ende gewesen wäre. Deshalb ist es auf jeden Fall schlauer und fairer, beide im Edo Tensei zu betrachten, in ihrer maximalen Power, mit allen Fähigkeiten und perfekten gesundheitlichen Zustand. Reden wir zuerst etwas über Minato. Er ist bekannt als der gelbe Blitz aus Konoha und das nicht ohne Grund. Er ist einer der schnellsten, wenn nicht vielleicht sogar der schnellste Ninja im Naruto-Universum. Das ist aber nicht alles seinem Hiraishi no Jutsu zu verdanken, mit der er sich instant zu seinen vorher markierten Orten teleportieren kann. Ihr müsst mal so überlegen. Als A, der Raikage auf Minato losgestürmt ist, um ihn mit seinem Full Speed in die Fresse zu hauen, denkt auch jemand mal daran, dass es unglaubliche Reaktionszeit erfordert, überhaupt zu realisieren, dass der Typ gerade Full Speed auf dich angeflogen kommt, um dann überhaupt das Hiraishin zu aktivieren. Es ist ja nicht so, als ob das Hiraishin sich selbst aktiviert und Minato schützt. Er muss es immerhin noch selber aktivieren und checken, was gerade abgeht, ob er sich in einer Gefahrensituation befindet oder eben nicht. Naruto hatte diese Reaktionszeit erst, als er den KCM gemeistert hat, also den Kyuubi Chakra Mode, und konnte erst dann A ausweichen. Minato ist schon in seiner Baseform mindestens genauso schnell wie Naruto im KCM, was die Reaktionszeit betrifft. Das, kombiniert mit dem Hiraishin no Jutsu, macht ihn zum gelben Blitz. Allgemein, seine Hand-to-Hand-Combat-Skills sind kaum übertroffen. Gegen Gegner zu kämpfen, dabei seine Schützlinge zu beschützen und gleichzeitig den Gegner zu markieren, zeigt einfach, wie reaktionsschnell der Typ ist. Und als hätte das nicht schon gereicht, kommt im Edo Tensei noch der Eremiten-Modus und der Bijou-Modus hinzu. Mit dem Bijou-Modus bzw. den KCM, je nachdem was man jetzt betrachten will, kommt auf Minato schon so zu overpowerten Schnelligkeit und Reaktionszeit noch extrem viel Schnelligkeit hinzu. Man kann schon fast sagen, Minatos Schnelligkeit wird hier nochmal potenziert. Er schafft es einfach mal so unzählige Ninjas der Allianz zu teleportieren, eine Jubi-Bombe zu teleportieren und. Das heißt, Brecherattacken, wie auch zum Beispiel das Fick die Henna-Rasengan von Naruto oder Indras Dartpfeil von Sasuke, würden einfach so easy von Minato wegteleportiert werden und hätten null Effekt auf ihn. Ich meine, die zwei Attacken waren ja krass, aber Minato teleportierte eine verdammte Bijou-Bombe vom Jubi weg. Kommen wir auch jetzt mal zu Itachi. Man muss hier auch klar sagen, der Typ ist auch nicht einer der langsamen Sorte. Er konnte auch gegen Naruto im unperfektionierten KCM mithalten. Aber wenn man ehrlich ist, gegen die Schnelligkeit, die Minato besitzt, sieht Itachi kein Licht. KCM Naruto schafft es gerade noch so, in perfekt gemeisterter Form A auszuweichen. Wobei Minato das schon damals in seiner Base schaffte. Jetzt im Edo Tensei, habe ich ja gesagt, kommt nochmal das Kyuubi Chakra hinzu und sogar der Eremiten-Modus, welche Reaktionszeit und Schnelligkeit nochmal hoch 2 boostet. Schauen wir uns mal lieber an, was Itachi für Fähigkeiten hat. Er hat das Tsukuyomi, Amaterasu, sein Susanoo mit Yata-Spiegel und Totsuka-Schwert. Das sind so seine Base-Fähigkeiten, die er immer mal wieder benutzt. Sein Amaterasu auf Minato direkt angewendet, wäre komplette Zeitverschwendung. Wenn schon A dem Amaterasu ausweichen kann, kann es Minato schon lange. Plus im Edo Tensei ist es ihm möglich, sich mit Kuramas Chakra zu umhüllen, was nochmal Schutz bieten würde. So kacke ist das Amaterasu aber vielleicht gar nicht. Denn ein Itachi würde natürlich weiterdenken als Normalus. Er weiß, ich kann Minato damit nicht treffen. Was könnte ich sonst tun, um das Amaterasu sinnvoll für mich einzusetzen? Schnell würde die Überlegung aufkommen, Moment mal, die ganzen Kunais, die hier rumliegen, sind Teleportationsorte für Minato. Was wäre, wenn ich die mit dem Amaterasu verbrennen würde? So könnte er das ganze Gebiet abfackeln, um Minatos Kunais zu zerstören, zumindest das Siegel darauf. So würde er Minato ein kleines bisschen einschränken. Ein kleines bisschen, weil er jetzt den Bijou-Mode hat.
Damals in seiner Baseform wäre es eine große Einschränkung gewesen, aber jetzt im Bijou-Mode ist er schon so viel zu schnell, also er bräuchte die Kunais noch nicht mal mehr. Trotzdem, so einfach ist es nicht, Freunde. In der Zeit, wo Itachi all die Kunais suchen müsste, um sie zu verbrennen, könnte Minato ihn so oft attackiert haben. Itachi darf nicht abgelenkt sein, denn sein Gegenüber ist nun mal Minato. Er wird nicht umsonst der gelbe Blitz genannt. Aber Itachi hat ja eine weitere Fähigkeit, die man nicht vergessen darf, nämlich das Susanoo. Wenn er sich darin einhüllt und dann von innen mit dem Amaterasu alle Kunais zerstört, könnte es funktionieren. Man muss aber auch hier sagen, dass das Susanoo von ihm nicht perfekt war und ein Minato im Eremitenmodus plus Bijou-Modus da so schnell ein Loch reinhauen würde, wenn es schon Tsunade geschafft hat. Denn man weiß ja, was für eine Schlagpower der Eremitenmodus hat. Wenn er dann noch in die Kurama Ganzkörper geht und überall mit massiven Riesen-Rasengan Itachi bombardieren würde, hasta la vista Susanoo. Der Yata-Spiegel ist in diesem Kampf völlig nutzlos, außer Minato greift frontal mit einer Mega-Attacke an, die auch wirklich nicht die Richtung ändert. Aber wie gesagt, es ist Minato, er teleportiert und greift gleichzeitig an. Er kommt von vorne, ist bei Minato, er kommt von vorne, von hinten, von links und rechts und das alles gleichzeitig. Und was, wenn Minato einen Siegel auf Itachi knallt, dann ist das Susanoo so oder so nutzlos. Es sind, wie ihr merkt, wirklich sehr, sehr viele Ausgänge möglich und je nachdem, welchen Charakter man mehr feiert, findet man natürlich bessere Argumente für diesen und will den anderen extra schlecht dastehen lassen. Das Problem hierbei ist, ich feiere beide extrem, Itachi vielleicht doch etwas mehr, aber trotzdem muss ich hier sagen, dass ich Minato vorne sehe. Sogar vom Grips her sind beide auf demselben Level. Itachi hat die Akademie mit der zweithöchsten Punktzahl abgeschlossen, nur noch getoppt von Minato. Man muss hier aber auch anmerken, Itachi war in einem ganz anderen Film. Er hat sich dafür interessiert, was mit seinem Clan los ist und allgemein den Krieg und die Menschheit in Frage gestellt, während er Yonin-Level-Jutsus mit Shisui trainiert hat und lieber Schattendoppelgänger in der Zeit in die Akademie schickte. Itachis Izanami wäre ebenfalls so gut wie unbrauchbar gegen KCM Minato, weil man dafür eine Art Loop erstellen muss, in dem man den Gegner fangen kann. Und ja, Minato und Fangen, ihr merkt es schon, keine gute Kombination. Der Typ ist einfach viel zu schnell, um ihn auch nur irgendwie fangen zu können. Izanagi genauso Schrott in dem Fall, weil er erstens einfach nur ins Leben zurückkehren würde, wie es bei Danzo der Fall war. Minato würde ihn einfach wieder instant umbringen und Itachi hätte einfach sinnlos ein Auge verloren. Es nervt mich wirklich selber zu realisieren, dass Itachi kaum eine Chance gegen KCM Minato hätte. Erinnert ihr euch noch an die Szene, wo Minato angeblich meinte, er kann den Eremitenmodus nicht so gut? Er machte die Augen für vielleicht 2 Sekunden zu und hat so viel natürliche Energie gesammelt und war einfach mal im perfekten Eremitenmodus. Nicht einmal Naruto konnte das so gut und musste immer Schattendoppelgänger zurücklassen, die für ihn natürliche Energie gesammelt haben. Minato brauchte dafür vielleicht 2 Sekunden und in dem Modus kann Minato sogar mit geschlossenen Augen kämpfen, weil er dank dem Modus alles im Umkreis spürt. Das heißt, er könnte damit Itachis Tsukuyomi auch komplett sinnlos machen. Nicht mal mit seinen Finger-Genjutsus würde er ihn bekommen. Denn sobald man die Augen zumacht, wirkt kein Sharingan-Genjutsu mehr. Außer vielleicht noch das Koto-Amatsukami, wozu ich später noch kommen werde. Und so könnte Minato ihn auch hier easy auskontern. Wie gesagt, Bijou-Modus wäre so groß und würde Itachis halbes Susanoo eintreten. Tozuka-Schwert wäre zu langsam, Yata-Spiegel schützt nur von einer Richtung und Minato wäre zu schnell. Genauso beim Amaterasu. Es gibt kaum Szenarien, wo Itachi gewinnen könnte, wenn wir beide im Edo-Tensei betrachten. Eine Möglichkeit, wie gesagt, wäre ein Genjutsu. Kein normales würde funktionieren, weil Minato und Kurama sich befreien würden. Auch unbemerkte Genjutsus würden nicht klappen, so wie es Sasuke bei Danzo getan hat, um ihn glauben zu lassen, dass er noch genug Sharingan-Arm hätte. Denn im Eremitenmodus würde man sofort merken, dass etwas mit der Energie um einen nicht stimmt. Das Tsukuyomi wäre möglich, weil hier nicht mal Kurama helfen könnte. Sollte Minato daran gefangen, wäre es so gut wie aus, aber unwahrscheinlich wegen Eremitenmodus und geschlossenen Augen. Dann wäre da noch das Koto Amatsukami, welches er im Edo-Tensei nicht mehr hatte, aber sagen wir mal, er hätte es noch. Yep, das würde Minato wahrscheinlich finishen. Aber auch hier ein Problem. Itachi hat es schon programmiert. Und wenn er es umprogrammieren würde, falls das überhaupt noch klappen sollte, dann würde das wieder Zeit kosten, in der Minato 1000 Mal zugeschlagen hätte. Ihr merkt also schon, Minato ist in diesem Modus einfach viel zu schnell, um überhaupt was machen zu können. Deshalb war es ihm auch möglich, gegen Jubi Obito kämpfen zu können. Schon allein der Eremitenmodus war eines der wenigen Waffen gegen einen Jinchuriki dieses Kalibers. Und Minato kann gefühlt alles im Edo Tensei. Man muss aber ehrlich sagen, Itachi hat man jetzt auch nie wirklich all out gehen sehen. Nur mal gegen Nagato, den er mit dem Tozuka-Schwert auseinandergenommen hat. Bei Kabuto hat er nicht alles gegeben, weil er ihn ja lebend haben wollte. Trotzdem, wie gesagt, Minato zu treffen ist einfach zu schwer. Minato ist ein Shinobi, der noch nie verloren hat. Nicht mal getroffen werden konnte er. Sollte er dann auch Ma und Pa rufen können, dann würde es noch schwerer für Itachi werden, weil er jetzt ebenfalls in ein Genjutsu gesperrt werden kann. Es ist nämlich ein sehr spezielles Sound-Genjutsu, was sogar Rinnegan-Nutzer gefangen nimmt. Dazu darf man nicht vergessen, dass Minato alle Uzumaki-Siegel von Kushina gelernt hat, die er nutzen könnte, um Itachi zu fesseln. Klar, ein Reaper-Jutsu wäre hier Overkill, weil er sich damit auch selbst umbringen würde, aber die Uzumakis haben auch so unglaublich krasse Siegel-Jutsus drauf,
was sogar Kurama am eigenen Leib erfahren musste. Und wenn man allein Obito als Gegner nimmt, muss man sagen, Minato hat das Jutsu schnell verstanden und gekontert. Ich bin mir auch hier sicher, dass Itachi es auch schaffen könnte, aber dennoch hat er es bis zum aktuellen Zeitpunkt seines Lebens nicht verstanden und geglaubt, es wäre Madara. Aber in dem Fall will ich mal nicht so sein, denn der Unterschied war, dass Minato dort bedroht wurde. Zusätzlich seine Familie und das Dorf. Itachi hatte keinen Grund, seine Tarnung als Akatsuki-Mitglied aufzugeben, um gegen Obito zu kämpfen. Denn wie gesagt, auch Itachi würde sich zutrauen, Obito kontern zu können, obwohl es für Itachi viel, viel schwieriger als für Minato ist. Man muss einfach mal realisieren, dass das Hiraishi no Jutsu von Minato ein S-Rang-Jutsu ist, das bisher nur von Minato perfektioniert werden konnte. Niemand sonst kann es so, wie er es kann. Nicht einmal der Erfinder Tobirama selbst. Es ist ein viel zu underratedes Jutsu in den Köpfen vieler. Viele denken, Amaterasu wäre so extrem stark, wobei es eines der sinnlos overhypedesten Jutsus ist. Ihr könnt damit Sachen abfackeln, super. Aber welche Top-Gegner lassen sich denn bitte einfach so easy abfackeln? Keine. Damit kriegt ihr entweder nur langsame oder dumme Gegner. Außerdem ist eine extreme Belastung fürs Auge. Dagegen ist das Tsukuyomi oder Susanoo Gold wert. Aber in dem Fall auch nicht gegen Minato. Die einzige normale Möglichkeit, Minato zu besiegen, also mit normale Möglichkeit meine ich jetzt kein Jubi Jinchuriki oder sowas, weil mit den Gudodamas kann man ja jeden auffressen, sondern Fähigkeiten, die man sich selbst aneignen könnte, wäre halt wirklich ein Gegner, der auch das Hiraishi no Jutsu kann oder ein Doppelkamui. Ein Doppelkamui Obito oder Kakashi vs Minato wäre ein unglaublich interessanter Kampf. Ja Freunde, fassen wir das nochmal alles zusammen. Base Minato vs Base Itachi könnten beide gewinnen. Obwohl hier Minato etwas die Nase vorn hat, weil er einfach einem kranken Itachi gegenübersteht. Aber im Edo Tensei muss man den Punkt eindeutig Minato geben. Zu viele zu overpowerte Fähigkeiten in einem Menschen. Er ist einfach der perfekte Gegner für Itachi, weil er viel zu schnell ist. Es tut mir wirklich leid Itachi, aber ich muss dich leider in diesem Battle verlieren lassen. Minato im Edo Tensei ist einfach eine Maschine. Wen findet ihr eigentlich stärker? Minato oder Itachi? Und warum? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, bevor ich dieses Video gemacht habe, dachte ich, dass Itachi das Rennen locker macht. Als ich mir aber Vor- und Nachteile der ganzen Jutsus und Fähigkeiten angesehen und die wirklich mal verglichen habe, musste ich selber feststellen, oh man, Itachi würde gut kassieren. Schon heftig, sowas zu realisieren. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus, ich melde mich. すぐに戻ってくるよ。